Heute Abend wieder ein Livestream mit Struktur Management Partner, diesmal mit Dr. Darko Jordanowski. Darko, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Freut mich, dass wir die Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Genau. Vielleicht ganz kurzer Background zu Darkos Person, bevor wir in das Interview einsteigen und bevor auch ihr Fragen stellen könnt. Darko hat an der Uni zu Köln Biologie studiert, in Genetik promoviert. Also er hat sowohl eine Promotion als auch was ziemlich Fachfremdes eigentlich studiert und ist dann nach seiner Promotion bei Strukturmanagement-Partner in der Turnaround-Beratung eingestiegen, ist dort jetzt inzwischen schon seit knapp 8 Jahren. Also ihm hat das in der Beratung sehr gut gefallen. Er übernimmt auch bei Strukturmanagement-Partner oft Bewerbungsprozesse aus Sicht von einem Consultant. Das heißt, er arbeitet nicht im HR, sondern ist Unternehmensberater, aber ist auch im Recruiting-Prozess involviert. Das heißt, wir werden heute im Livestream über verschiedene Themen sprechen. Wir werden darüber sprechen, ob ihm sein Biologiestudium was für die Unternehmensberatung gebracht hat, was für Vor- und Nachteile du sonst so als Mittler in der Unternehmensberatung hast. Und wir werden natürlich auch sonst so ein bisschen über den Recruiting-Prozess sprechen, was er da so für Tipps hat aus seiner Sicht als jemand, der als Consultant Interviews führt in der Unternehmensberatung. Und ich würde sagen, wir starten mal mit einer sehr offensichtlichen Frage. Und zwar, du hast Biologie studiert, da auch promoviert. Wie und warum hat es sich dann dennoch in die Unternehmensberatung verschlagen? Ja, absolut berechtigte Frage, auch naheliegend. Ja, ich starte vielleicht mal ganz am Anfang des Studiums. Ja, es war jetzt bei mir nicht so, dass ich gesagt habe, ich fange mit Biologie an und mein Ziel ist es dann am Ende nach der Promotion. Ich habe ja später noch ein Postdoc und noch eine weitere Zertifizierung im Projektmanagement gemacht, dann als Berater einzusteigen. Sondern ich hatte relativ breite Interessen. Ich habe sie nach wie vor und konnte mir vorstellen, verschiedene Themen auch zu studieren. Hab's dann, am Ende ist es Biologie geworden. Witzigerweise direkt am ersten Tag. Also erste Vorlesung habe ich den ersten Aussagen, die ich gesehen hatte in der Uni, war so eine Vorstellung von einer der großen Strategieberatungen. Aber Beratung war jetzt, das war sozusagen mein erster Berührungspunkt. Aber Beratung war jetzt nicht so mein Ziel. Und ich wusste so im Laufe des Studiums, der Promotion, habe ich ja schon erkannt, dass ich eigentlich viele Dinge mitbringe, die so eine Beratung erfolgreich sein könnten. Aber ich hatte mich ein Stück weit noch dagegen gewehrt. Vielleicht auch deswegen, ich hatte Freunde, ich hatte Bekannte, die in Beratungen drin waren, auch in den großen Beratungen. Und das, was ich da so mitbekommen hatte, das fand ich jetzt vielleicht nicht ganz so attraktiv. Aber wie das halt so ist, diese breiten Interessen haben mir dazu geführt, dass ich fand es immer spannend, Dinge miteinander zu kombinieren. Das heißt, ich hätte mir auch genauso gut vorstellen können, auch BWL zu studieren. Ich hatte genau aus dem Grund, ich habe zwar auf der einen Seite ein relativ normales, klassisches Biologiestudium ja, absolviert, aber auf der anderen Seite auch ein paar Dinge gemacht, die nicht ganz so normal waren, nämlich Vorlesungen besucht, sowohl in angrenzenden Bereichen als auch zum Beispiel in BWL, ja, weil ich das interessant fand. Ja. Damals in der Universität zu Köln war es zwei Vorlesungen, Grundlagen der Beschaffungs-, Produktions- und Absatzwirtschaft, Investitionen und Finanzierung. Fand das einfach nur spannend. Also die Intention und das, was mich am Ende in die Beratung getrieben hatte, waren es ja mehrere Gründe. Erstens, zu verstehen, wie Unternehmen funktionieren, weil ich das so interessant fand. Das Zweite, auch die Möglichkeit zu haben, etwas zu bewegen, also schnelle Ergebnisse zu liefern. Das ist quasi ein Kontrastprogramm zu dem, was man in der Wissenschaft macht. Und vor allem, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, in kürzester Zeit sich Dinge anzueignen, fachliche Themen, aber auch Fähigkeiten, die man vorher nicht hatte. Ja, und gleichzeitig einen Mehrwert zu schaffen. Das war ungefähr die Überlegungen, der Weg dorthin, ja, Studium, Randaktivitäten, also Aktivitäten, die ich nebenbei gemacht hatte. Ich hatte auch noch was im Patentbereich, also im Patentrecht noch gemacht. Ich hatte nach der Promotion hatte ich noch eine Tätigkeit als Postdoc, also das Klassische, wie man es so kennt, Themen abschließen, Publikationen abschließen, Sachen, die man betreut hatte. Und stand dann, es war für mich relativ schnell klar, dass ich die Karriere in der Wissenschaft nicht weiter fortsetzen möchte. Und das stand für mich die Frage, wie soll es denn weitergehen? Und da habe ich ja entschlossen oder habe ich beschlossen, eine Weiterbildung, diese Zertifizierung Projektmanagement zu machen. Und bin dann, habe ich gezielt auf der Suche gemacht nach Unternehmensberatungen. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, ganzheitlicher Ansatz, wo geht das denn am leichtesten? Aus meiner Sicht den Mittelstand. Das heißt, ich wollte nicht da nur einen Ausschnitt sehen von einem Unternehmen, sondern ich wollte einfach verstehen, wie das komplett funktioniert. Über kaufmännische Prozesse, Vertrieb, Einkauf und so weiter.
Ja, das heißt Mittelstand. Dann, wo kann man relativ oder am schnellsten lernen? Das war halt Turnaround, ja, weil da ist ja der Druck da, da ist ja auch da muss man sich auch schnell auf Dinge einstellen. Und natürlich Beratung war von vorne klar. Und der Mittelstand hat dann einen anderen Grund, hat mich damals für Mittelstand entschieden, weil es einfach eine wirtschaftliche Relevanz oder eine Relevanz für einen wirtschaftlichen Standort gibt. Und mit diesen Überlegungen bin ich auf die Suche gemacht, eine gezielte Recherche und bin dann das erste Mal auf SMP gestoßen. Also ich kannte weder SMP vorher, noch hat mir SMP der Name was gesagt. Und was mir wichtig war, auch aus dem, und da schließt sich der Kreis, das, was ich mitbekommen hatte, aus dem Bekannten, aus dem Freundeskreis, dass auch die Beratungszahlen passt, dass die Atmosphäre da passt, dass man sich irgendwie auch wohlfühlt. Und das war von Anfang an gegeben, erst von dem ersten Kontakt mit der Personalabteilung bis zu dem späteren Einstieg. Und ja, so war der erste Teil meiner Reise, wie ich jetzt eine Beratung geschafft habe. Einfach, weil ich mich weiterentwickeln wollte, weil ich einfach noch neue Fähigkeiten und neue Themen, also fachlicher Natur, für mich aneignen wollte. Hättest du jetzt rückblickend, wo du weißt, okay, ich bin jetzt schon seit 8 Jahren in der Beratung unterwegs, hättest du rückblickend nochmal Biologie studiert und auch promoviert oder hättest du gesagt, rückblickend, ich gehe einfach BWL studieren an einer guten Uni und steige direkt ein? Nee, tatsächlich hätte ich wieder Biologie studiert. Also hätte ich Biologie studiert, ein ganz klares Ja. Es gibt ein kleines Aber, dazu komme ich gleich, weil es einfach das Studium an sich ja nach wie vor extrem spannend finde. Es ist, wenn man überlegt, was das so ein Organismus, und ich war jetzt nicht derjenige, der sich jetzt nur für Tiere oder irgendwie Pflanzen interessiert hatte, sondern wirklich dieses molekularbiologische, diese komplexen Zusammenhänge, das finde ich bis heute spannend. Das, was man aus meinem Studium lernt, diese analytischen Fähigkeiten, ja, wie man an Probleme rangeht, das möchte ich auch nicht missen. Also insofern super spannend. Ich würde das auch die Promotionszeit oder die Promotion an sich würde ich auch wieder machen. Das kleine Aber ist, es gibt so Studiengänge, ganz konkret Gesundheitsökonomie. Ja, wir reden jetzt vor 20 Jahren, als ich studiert habe. Das gab es auch damals schon, aber nicht so prominent. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also vielleicht hätte ich mich wenn ich jetzt sagen wir gehen 20 Jahre zurück, vielleicht hätte ich mir so einen Studiengang wie Gesundheitsökonomie auch angeschaut, weil ich das interessant finde, weil ja genau da eine Kombination ist von diesen gesundheitlichen, also medizinischen Bereich zum Beispiel und ökonomischen Bereich. Aber ansonsten würde ich das genauso machen. Aber nicht mit dem Ziel Promotion, damit ich einen Doktor habe und die Beratung einsteige, sondern einfach nur dieses fundierte wissenschaftliche Arbeiten voranzutreiben und auch einen Beitrag zu leisten auf die wissenschaftliche Gemeinschaft. Ja. Und hast du jetzt als Biologe oder Naturwissenschaftler im Allgemeinen Nachteile oder eher Vorteile jetzt in der Beratung? Wahrscheinlich beides. Ne? Wahrscheinlich musst du jetzt einmal auf die Vor- und einmal auf die Nachteile eingehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche Nachteile von Anfang an verspürt hätte. Es gibt ein paar Dinge, die, wenn wir jetzt über mich sprechen oder allgemein über Naturwissenschaftler, wo ich sagen würde, so ein naturwissenschaftliches Studium bringt diese Vorteile mit. Und das wären vielleicht nicht Nachteile, aber sagen wir mal größere Herausforderungen, die man angehen muss. Die Vorteile sind dieses analytische Denken. Eigentlich eine Kombination aus dem analytischen Denken, also wirklich tief reingehen in Sachen, sich mit einzelnen Themen beschäftigen, gleichzeitig aber verknüpft mit einem systemischen Denken. Also wie sind die Wechselwirkungen? Etwas, was unglaublich wichtig auch für die Beratung später ist. Ja, also die Wechselwirkungen und Zusammenhänge zu erkennen. Dann, was Naturwissenschaftler auch haben, was ja auch in so einem Studium auch immer irgendwo trainiert wird, das sind diese Problemlösungskompetenzen. Also wenn ich einen komplexen Fall habe, wie schaffe ich das denn runterzubrechen in einzelnen Paketen? Wie komme ich einfach gezielt zu einer strukturierten Lösung? Ja, also das ist definitiv ein Vorteil. Und noch ein weiterer Vorteil, ich kann ja zumindest mal von der Biologie sprechen, wenn man wirklich forscht und forschend arbeitet, dann ist man ja quasi auch gezwungen, die eigenen Ergebnisse auch zu präsentieren. Sei es halt im Rahmen von wissenschaftlichen Symposien, sei es aber auch in der eigenen Arbeitsgruppe. Das heißt, dieses regelmäßige Präsentieren von Ergebnissen. Das sind so Vorteile, die einem auch in der Beratung auch helfen. Ja? Ganz klare Herausforderungen sind natürlich die fachlichen Kenntnisse. Jetzt auch in meinem Fall, ja, BWL-Vorlesung besucht, ist aber ein paar Jahre her. Ja, ich hatte auch eine Weiterbildung, die Zertifizierung im Projektmanagement auch gemacht. Da gab es auch BWL-Themen, auch rechtliche Themen, die helfen einem. Das ist aber nicht vergleichbar mit einer Person, die natürlich aus einem BWL-Hintergrund hat, BWL, VWL, Wirtschaftsingenieure, die einfach ganz anders einsteigen. Das heißt, dieser fachliche Aspekt ist eine Herausforderung. Da muss man auch die Motivation mitbringen, sich das auch anzueignen. Ja, was anderes, was man häufig, das ist natürlich immer einzelfallabhängig, aber häufig bei Naturwissenschaftlern beobachten kann, ist eine gewisse Detailverliebtheit. Ja, das sind zwei Seiten einer Medaille, wenn man sehr tief, sehr analytisch arbeitet. Das ist halt die andere Seite, dass man manchmal auch
zu dieser Detailverliebtheit neigt. Ich war jetzt auch sicher keine Ausnahme. Das wird mein erster Projektleiter auch bestätigen können. Und das, was Naturwissenschaftler, glaube ich, per se, ich bin nicht so, wo es nicht so ganz stark ausgeprägt ist, ist auch eine gewisse Art der, ja, Selbstvermarktung. Aber Selbstvermarktung nicht im negativen Sinne, also jetzt nicht Überheblichkeit, Arroganz oder etwas darstellen, was man nicht ist, sondern eher diese vertriebliche Komponente, diese Vermarktungskomponente, die natürlich... Also das ist bei den BWLern eher ausgeprägt. Das würde ich schon sagen, also zumindest jetzt auch aus meiner Tätigkeit im Recruiting, dass die BWLer oder andere Studiengänge das deutlich besser drauf haben als so der klassische, typische Naturwissenschaftler, sei mal dahingestellt, ob es den gibt, aber zumindest den, den man immer so vor Augen hat, das drauf hat. Also das lernt man in der, also so im Studium nicht auch in einem, das ist etwas, was man aber irgendwie auch zu einer Beratung dazugehört und was man auch braucht. Ja. Okay. Jetzt ist es ja so, dass man bekommt ziemlich oft mit, oder ich bekomme es relativ oft mit, so von den großen internationalen Strategieberatungen, dass die so extra Events machen, nur für Naturwissenschaftler. Also die kämpfen richtig darum, die Naturwissenschaftler zu bekommen. Wie ist es bei euch bei Strukturmanagement-Partner? Sagt ihr auch, hey, wir wollen irgendwie so einen gewissen Prozentsatz auch an Naturwissenschaftlern haben, oder wird da nicht drauf geachtet? Nein, also was wir definitiv haben, wir sind ja halt offen für verschiedene Studienrichtungen, ja, BWLer, VWLer, Wirtschaftsingenieure, aber auch Naturwissenschaftler. Es ist aber sicherlich nicht zu vergleichen mit den Strategieberatungen, die sagen, ich spinne jetzt, egal ob 10, 15, wie viel auch immer Prozent der Leute, das sind dann Naturwissenschaftler, und wir gehen und suchen gezielt die Naturwissenschaftler. Hat da natürlich auch einen anderen Hintergrund. Eine Strategieberatung, einfach bedingt durch die Größe, kann sich das natürlich eher erlauben, auch mal Leute einzustellen, die vielleicht auch mal ausfallen, also vielleicht nicht die Leistung erbringen, die wir jetzt im kleineren haben. Das heißt, wir hatten Naturwissenschaftler, ich hatte Kollegen, wirklich sehr gute Kollegen, das waren beide Physiker übrigens, die auch einen super Job gemacht hatten. Das heißt, wir sind auch offen für Naturwissenschaftler, aber es ist nicht so, dass wir nur Naturwissenschaftler einstellen wollen, wir eine bestimmte Quote haben. Wenn einer kommt, der einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, aber auch schon gezeigt, dass er auch diese Interessen hat, zumindest aber die Motivation, sich das anzueignen, und hat wirklich Lust, Beratung zu machen, allgemein oder jetzt eben Turnaround-Beratung im Speziellen zu machen, dann ist er natürlich auch bei uns willkommen. Ja. Wie punktet man dann allgemein als Naturwissenschaftler, der in die Beratung möchte? Also ist genau sowas, wie du es auch gemacht hast, dass man sagt, ich setze mich auch mal in eine BWL-Vorlesung, ich versuche auch mal ein Praktikum in einem betriebswirtschaftlichen Bereich zu machen. Sind das so genau die Punkte, mit denen man dann auch Recruiter und auch Consultants überzeugen kann im Bewerbungsprozess? Es ist zumindest deutlich leichter, weil die Eigenschaften, die ich ja aufgezählt hatte, die Naturwissenschaftler, und ich unterstelle einfach mal, dass jeder, der ein Studium erfolgreich abgeschlossen hat, diese Vorteile, die ich genannt habe, auch mit sich bringt. Die sind ja erstmal da. Aber dieses Entscheidende, die Motivation zu haben, sich auch neue Dinge anzueignen, offen zu sein, ja auch die Lust zu haben, solche Sachen zu kombinieren, es ist viel einfacher, wenn man es im Laufe der vorherigen Karriere oder des Studiums das einmal unter Beweis gestellt hat. Und solche Sachen wären eine Möglichkeit, BWL-Vorlesungen, ja, oder es gibt, es werden auch bestimmte Kurse angeboten, auch für Naturwissenschaftler, wo betriebswirtschaftliche Themen nahegebracht werden. Oder was aus meiner Sicht auch ein sehr guter Weg ist, den ich persönlich nicht gewählt habe, aber weil ich auch eingangs gesagt hatte, während des Studiums war Beratung noch nicht mein Ziel, sich mal auszuprobieren in studentischen Unternehmensberatungen, ja, Erfahrung zu sammeln. Ist es denn überhaupt etwas für einen? Denn was man ja nicht vergessen darf, es ist eine Umstellung. Ja, die naturwissenschaftliche Welt oder die wissenschaftliche Welt ist eine andere als die Beratungswelt, als die Welt halt in den Firmen. Das heißt, wenn man sich für so etwas interessiert, dann gerne auch so etwas wagen, auch in einer ständischen Unternehmensberatung mal gehen und sich einfach mal ausprobieren. Das hilft, weil es uns natürlich auch zeigt, dass der Kandidat da auch schon Lust hat und auch bereit ist, sich mit anderen Themen noch auseinanderzusetzen. Ja. Okay, cool. Vielleicht eine Frage jetzt bezogen auf dich, deine Karrieremöglichkeiten oder auch wie Kunden dich wahrnehmen. Erste Frage, hast du das Gefühl, du wirst da irgendwie als Naturwissenschaftler anders wahrgenommen? Das heißt, wenn das heißt, ja, der Doktor, okay, wo hat er denn promoviert? Ja, in Biologie. Und dann sagt irgendein Mittelständler, ja, okay, wir machen aber, wir züchten hier keine Kaulquappen, sondern wir wollen hier gerettet werden. Also ist das irgendwie negativ, positiv? Ist es komplett neutral? Wie nimmst du das so wahr von Seiten von Kunden? Hervorragende Frage, weil ich mir die Gedanken natürlich auch vorher gemacht hatte. Ja, wie kommt das denn an? Es ist jetzt nicht so,
dass wir oder ich persönlich ein Geheimnis draus mache. Ja, das heißt, wenn ich in einer Akquise bin, zusammen mit einem Partner, wo wir das Unternehmen vorstellen, wo wir uns auch als Person vorstellen, dann sage ich, dass ich auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund habe. Ja, das heißt, ich habe es nie irgendwo versteckt. Genauso, wenn wir als neues Unternehmen, also ein neues Projekt starten, wir im Unternehmen sind, wie ein Kickoff mit den Führungskräften veranstalten und ich mich vorstelle, sage ich auch, dass ich Naturwissenschaftler bin. Das heißt, es wird jetzt erst einmal nicht, es wird nicht versteckt und bisher wurde es mir auch nicht negativ ausgelegt. Das ist viel witziger. Leute, die das nicht kennen, ja, wo man dann später zusammenarbeitet oder auch Finanzierer, die das überhaupt nicht wussten, die. Und man kommt irgendwann mal ins Gespräch, dann ist ja die Frage, ja, in welchem Bereich denn genau die Promotion? Also man geht ja schon davon aus, dass ich ein BWL, also irgendeinem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich promoviert habe und jetzt wollen die wissen, in welchem genau denn Bereich. Mhm. Also, ja, nee, ich bin da jetzt, hab was anderes gemacht, ja, quasi eher einen anderen Hintergrund, Exoten-Hintergrund und das war in Naturwissenschaften. Also, ah, interessant, was war es denn? Sag ich, ja, Genetik. Und dann kommt, das habe ich jetzt mehrfach erlebt, so ein Wow und dann wow, Respekt. Ja, hat aber vielleicht auch den Vorteil, dass man vorher auch die Leistung erbracht hat und die Ergebnisse auch geliefert hat. Und wenn man wirklich die Ergebnisse liefert und die dann irgendwann mal erfahren, ja, dass man dann einen Hintergrund hat, dann ist das total, wird es total positiv aufgenommen. Also bis jetzt hat es mir zumindest keiner offen direkt negativ ausgelegt. Ganz im Gegenteil, ich hatte jetzt mehrere Fälle, wo es eher positiv war, als wir es erst im Nachhinein erfahren haben. Ja. Ja. Okay, das ist natürlich das gut. Jetzt zweite Frage, auch das Thema, wie wird das angenommen? Du hast jetzt promoviert. Ist, sage ich mal, prozentual, ich kenne jetzt die Statistiken nicht, aber schon bei den Naturwissenschaftlern, würde ich sagen, schon öfters verbreitet als bei den Wirtschaftswissenschaft-Absolventen. Würdest du sagen, das macht Sinn, kann Sinn machen, irgendwie für Kundengespräche etc.? Oder würdest du sagen, die 2, 3, 4 Jahre, die man mit so einer Promotion beschäftigt ist, wenn man weiß, man möchte in die Beratung so, da gehst du lieber nach Maß in die Beratung und verdienst dir so deine Sporen. Ja, also die Frage ist, das ist eine sehr individuelle, aber die zentrale Frage, wofür mache ich die Promotion? Mhm. Und wenn eine Person jetzt in einem Master ist und überlegt, in die Beratung zu gehen und ist halt, nehmen wir mal, er wäre Naturwissenschaftler, das kann man für andere aber auch, aber nehmen wir mal, er wäre Naturwissenschaftler und überlegt, mache ich die Promotion, um später diesen Doktor zu haben, um damit eine Kompetenz irgendwie auszustrahlen, um Vorteile später in meinem Job zu haben, würde ich sagen, persönlich ist das die falsche Herangehensweise. Und da sollte man vielleicht mal das eigene Vorgehen noch einmal überdenken. Wenn man sagt, ich mache die Promotion, weil ich Lust habe, mich mit einem Thema zu beschäftigen, in die Tiefe zu gehen, zu lernen, eigenständig, strukturiert zu arbeiten, auch, da mache ich auch kein Geheimnis draus, die eigene ja, Leidensfähigkeit zu steigern. Weil so eine naturwissenschaftliche forschende Promotion bedeutet Wochen und Monate lang kein Ergebnis haben. Das lehrt einen Demut, ja, auch Motivation, immer wieder doch noch anzufangen, auch wenn das Ergebnis oder dieser Versuch irgendwie zum wievielten Mal gescheitert ist, obwohl man nicht weiß, weswegen. Also das kann man ja schon machen. Wenn man Lust darauf hat, wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, einen Beitrag zu leisten, soll man es tun. Auch, eigentlich ist es miteinander verknüpft, oder wenn man vorhat, später in die Forschung zu gehen. Ja, für die Forschung ist es natürlich essentiell, wenn man eine universitäre Karriere anstrebt in einer Forschungseinrichtung, ja. Für die Promotion ist das eine verdammt lange Zeit, weil naturwissenschaftliche Doktorarbeiten dauern zwischen 3 bis 5 Jahre. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, vor ein paar Jahren war es im Schnitt 4,3 Jahre. Ja, kann sein, dass durch die Graduate Schools, durch diese strukturierten Programme etwas reduziert wurde, aber gehen wir mal von 4 Jahren aus. 4 Jahre Zeit zu investieren, das ist halt Zeit, das ist halt auch Leidenschaft, das ist Energie in etwas, wo man keine richtige Lust drauf hat, sondern später denkt, oh, das könnte ich für meine Karriere machen. Ist es nicht wert. Dann mach doch lieber was anderes, dann mach doch während des Studiums etwas, nutz die Zeit, bereite dich sauber, gut strukturiert auf eine Bewerbung für die Unternehmensberatung und mach da deine Karriere und sammle deine Erfahrung und dann kannst du überlegen, ob du, wie es dann weitergeht. Aber wegen Karriere, ich würde es nicht machen. Aber ich bin persönlich auch nicht einer, der auf den Doktor besteht oder sich mit dem Doktor anreden. Okay. Das wäre also für die falsche Motivation. Lässt du dich nicht überall mit Doktor anreden? Nee, also ganz im Gegenteil. Ich sagte, man kann den ja auch weglassen. Manchmal bestehen die Leute da drauf, sagen, das ist eine Leistung. Also mache ich das, sage ich, okay, dann ist das ja in Ordnung. Aber deswegen aus dem Grund, das ist meine Antwort. Das würde ich auch jedem auch so als Tipp mitgeben. Das ist eine hoch, wirklich individuelle Entscheidung. Das sollte jeder selbst für sich überlegen. Ich halte es für die falsche Motivation. Ja. Okay.
Gut, Leute, ihr könnt übrigens sehr gerne über den Chat, über diesen Fragebutton Fragen stellen. Habe ich schon gesehen, sind schon ein, zwei reingekommen. Das ist ein bisschen übersichtlicher, weil ein paar Leute hatten im Chat Fragen gestellt. Das ist nicht übersichtlich, also bitte über diesen Fragebutton gehen. Ich würde jetzt mal ein paar Fragen stellen zum Thema Recruiting. Vielleicht kannst du erst mal umreißen, wie genau bist du im Recruiting eingebunden? Ist es normal, dass Consultants wie du im Recruiting eingebunden sind? Und dann würde ich da ein bisschen spezifischer reingehen, auf was du da achtest. Also, man hat die Möglichkeit, ins Recruiting-Team zu kommen und auch das Recruiting zu unterstützen. Das würde man in der Regel, weil es gibt ein paar Ausnahmen, jetzt nicht unbedingt am Tag 1 machen, aber mit einer gewissen Erfahrung, durchaus als Consultant, hat man auch die Möglichkeit, auch das Team, und wir haben ein Kernteam, erweitertes Team, auch ins Recruiting zu gehen und da einen Beitrag zu leisten. Ich fand das super spannend. Ich war auf einem Projekt, interessanterweise, mit einem Teammitglied, und das, was er erzählt hatte, durfte bei einer Veranstaltung mit dabei sein, mir hat es einfach sehr gut gefallen. Ja, das heißt, wenn man meine persönliche Motivation war, ich finde es sowieso interessant, mal neue Leute kennenzulernen, auch neue Sichtweisen zu sehen und die Möglichkeit zu haben, noch eigene Kollegen, neue Kollegen damit auszuwählen, ja, fand ich irgendwie spannend. Das heißt, die Tätigkeit, die ich dann im Recruiting als jetzt Jahre oder langjähriges Mitglied des Recruiting-Teams, besteht eben da drin, zum Beispiel Bewerbungsgespräche zu führen. Ja. Bei der Vorauswahl auch durchaus auch zu unterstützen, aber vor allem Bewerbergespräche zu führen. Machst du dann, also wie ist dann dein Part in den Bewerbungsgesprächen? Machst du das gleiche Bewerbungsgespräch wie der Markus Isermann, der HR-Chef bei euch? Oder stellst du dann irgendeinen Case vor aus dem Berateralltag, den du letzten Monat auf einem Projekt hattest? Also was ist dann deine Rolle in diesem Prozess? Ja, also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir vor allem die Vorstellungsgespräche, die Bewerbergespräche zu zweit führen. Ja, das heißt, ich wäre ein Gesprächspartner. Häufig mache ich das eben zusammen mit Markus Isermann, dem Personalleiter. Und da ist das so, dass, also wir haben jetzt keine feste Rollenzuteilung, irgendwelche eingespielten Rollen, wie wir dann mit den Kandidaten umgehen, sondern wenn es bis zum Bewerbungsgespräch kommt, dann läuft das ja folgendermaßen ab, dass es eine Selbstvorstellung des Kandidaten gibt. Wir stellen Fragen dazu, also weil es uns ja auch interessiert, was der Kandidat gemacht hat, was ist die Intention, wie wirkt er natürlich. Und dann gibt es eine Fallstudie. Und diese Fallstudie ist genauso, wie du es gesagt hattest, die ist ein echter Fall von uns, den es zu bearbeiten gilt und die Fragen. Und das wird im gemeinsamen Gespräch dann anschließend, werden die Ergebnisse präsentiert, und ich stelle zusammen, aber auch mit Markus auch die Fragen. Also wir haben jetzt keine getrennte Rollen, sondern wir arbeiten insgesamt als Team, das ist das, was uns auszeichnet, und wir arbeiten auch im Recruiting eben auch als Team, ja. Okay. Und was gefällt dir da oder auf was, ne, also was gefällt dir an Kandidaten, auf was achtest du dann am meisten? Weil also der Markus hatte schon hinreichend gesagt, auf was er achtet bei Bewerbern. Auf was achtet so ein Consultant bei Bewerbern, der da vielleicht auch nochmal aus einer anderen Brille irgendwie raufschaut auf so ein Bewerbungsgespräch? Ja, also ich klammer jetzt einfach mal so Standardsachen, ja, Ja. die einfach Genau, Grundvoraussetzungen also. sind, dass man überhaupt eingeladen wird. Wenn man jetzt aber im Gespräch ist, dann versuche ich immer, die Rolle eines Projektleiters einzunehmen auf ein Projekt oder eines Teammitglieds, ja, eines Kollegen, und zu überlegen, okay, wie wird jetzt dieser potenzielle Kandidat, potenzielle neue Mitarbeiter, wie wird er sich denn auf dem Projekt denn tun? Wie wird er in bestimmten Situationen denn reagieren? Ja, kann man sich das denn gut vorstellen, dass er irgendwelche Analysen, die er durchgeführt hat, dem Geschäftsführer vorstellt, was ja häufig bei uns passiert, ja, oder irgendeinem Abteilungsleiter? Passt er denn vom Persönlichen her? Ja, wird er zum Team passen? Hat man denn auch so, hat man denn Lust, mit dieser Person irgendwo, jetzt nicht unbedingt in den größten Städten Deutschlands, manchmal kann es auch die Provinz werden, ja, also kleinere Städte, die man vorher nicht kannte, hat man denn Lust, so viel Zeit auf ein Projekt mit ihm zusammen zu verbringen, weil er zum Team passt? Glaubt man, dass er auch seine Aufgaben entsprechend erledigen kann? Ja, sind viele, so mache ich das, ich stelle mir immer, vor allem wenn mir so ein paar Sachen auffallen bei einem Bewerber, stelle ich mir vor, okay, wie würde das in einem echten Projekteinsatz jetzt funktionieren? Wie würde das dann vielleicht wirken? Ja, unabhängig von irgendwelchen analytischen Fähigkeiten, und wie löst er die Fallstudie? Und sprichst du dann sowas auch irgendwie proaktiv an? Also wenn du das Gefühl hast, der hat irgendwie irgendwas, ist irgendwie so ein bisschen komisch, sprichst du dann sowas an oder ist das dann quasi, was du dir für spätere Feedback irgendwie dann merkst? Nein, also was wir dann immer machen, ist, nachdem wir dieses Gespräch dann geführt hatten, haben wir ein sehr ausführliches Feedback, was wir immer den Kandidaten geben. Und da sprechen wir auch genau die Themen an, die uns aufgefallen sind. Und da sage ich auch ganz konkret,
Das ist mir aufgefallen. Das könnte aus dem Grund eben für den Projektalltag problematisch werden, weil dieses oder jenes oder diese Eigenschaft bräuchte man, weil man sehr schnell in diese Situation kommt und dann könnte das dann von Nachteil sein. Also da geben wir auch, gebe ich persönlich auch sehr genau dezidiertes Feedback. Übrigens nicht nur für einen Kandidaten. Das ist das, was uns auch auszeichnet, auch auf dem Projekt. Das ist etwas, was ich dann auch als Projektleiter auch lebe. Immer den Leuten auch Zeit nach Feedback zu geben, wenn etwas passiert ist, wenn mir etwas aufgefallen ist, wie ich das wahrgenommen habe, ja, wie jetzt mein Eindruck war und zu schauen, damit man ihnen auch die Gelegenheit geben kann, etwa darüber nachzudenken, das kann man jetzt annehmen oder nicht, aber immer auch, dass man sich auch verbessern kann. Ja. Okay, dazu vielleicht eine Frage, das hatte ich vorhin im Chat kurz gelesen gehabt. Wenn jetzt jemand abgelehnt wird bei euch nach einer Bewerbung, kann man sich dann später nochmals bewerben, sei es nach einer schriftlichen Bewerbung oder nach einem Vorstellungsgespräch, oder ist man dann raus? Nein, also wenn man jetzt abgelehnt wurde, weil man entweder nicht so weit ist oder noch gewisse Defizite sind, dann wird es jetzt keinen Sinn machen, dass er sich ein oder zwei Monate später weiter bewirbt. Ja, also macht einfach keinen Sinn. Wenn es jetzt aber zum Beispiel ein Bachelor war und er hat sehr gute Ansätze gezeigt, ja, aber es gab ein paar bestimmte Felder, also Entwicklungsfelder, die er hatte und die ist er dann angegangen oder ist dann irgendwie weitergekommen, hat zwei Master gemacht, dann wir haben jetzt keine klassische, wir haben keine schwarze Liste, wo wir sagen, nee, der Kandidat, das kommt gar nicht und den laden wir nie wieder ein. Ja, aber es kommt immer darauf an, was war der Grund, für, dass es zu dem Zeitpunkt nicht geklappt hatte, was kann man machen, um das beim nächsten Mal besser zu machen. Das geben wir dem Kandidaten auch mit, wenn er bereit ist und eine gewisse Zeit vergangen ist und das dann auch in einem zweiten Versuch glaubhaft macht. Warum nicht? Ja? Abgesehen mal davon, das ist auch, wir haben zwar natürlich die Erfahrung, wir haben ja auch bestimmte Kriterien, ja, aber man kann ja auch mal einen schlechten Tag erwischen. Ja? Immerhin ist es halt eine Möglichkeit. Also insofern muss man da auch, wenn man das Potenzial mitbringt, auch fair sein, nochmal eine zweite Chance zu geben. Wenn jetzt das Gespräch absolut katastrophal gelaufen ist, es gibt null Ansätze und kein Potenzial, dann nicht, aber dann sollte der Kandidat das auch vom Feedback auch selbst entnehmen können. Mhm. Okay. Wenn wir uns jetzt mal deine letzten 7, 8 Jahre in der Beratung angucken, dann bist du ja, sage ich mal, ganz normal, wie es in der Beratung üblich ist, die Hierarchiestufe immer weiter empor gewandert. Jetzt gerade hast du bei euch intern die Hierarchiestufe Principal. Was genau bedeutet das? Was ist aktuell dein Verantwortungsbereich? Wofür bist du zuständig? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht ein grundsätzliches Thema, was man nicht denken sollte, ist, man hat jetzt eine neue Stufe und der Aufgabenbereich ändert sich halt komplett. Ja, es ist quasi eher evolutionär. Es gibt bestimmte Tätigkeiten, die abnehmen, dafür gibt es Sachen, die irgendwie zunehmen im Laufe. Ja, wenn man sagt, dass man steigt als Consultant ein, dann macht man natürlich viele Analysen, viele analytische Tätigkeiten. Es wird mit den Karrierestufen immer weniger. Dafür kommt mehr das Steuernde. Ja, Projektleiter, Projektverantwortung übernehmen, Stakeholder-Management, das sind so typische Themen, die dann immer mehr werden. Und es gibt noch eine weitere Komponente, das ist die eigene, ja, unternehmerische Tätigkeit, den eigenen unternehmerischen Beitrag, nämlich den Beitrag zur Weiterentwicklung der Organisation und zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Aber auch das passiert nicht von heute auf morgen. Bei uns haben auch Consultants die Möglichkeit, an internen Themen weiter zu arbeiten, die Organisation weiterzubringen, eigene Ideen zu geben. Aber der Anteil wird sozusagen immer verschiebt sich. Mhm. Ja, das heißt, ich mache ja nach wie vor Projektarbeit, Projektverantwortung, Projektsteuerung, das Stakeholder-Management, aber eben auch dieser Bereich, dieser unternehmerische Bereich wird mehr. Und jetzt neben den Tätigkeiten im Recruiting-Team, worüber wir gesprochen hatten. Ich bin ein Mitglied des sogenannten Kompetenzzenters Finance und vor allem bin ich intern dafür zuständig, auch für unsere Weiterentwicklung, auch in der Beratung, vor allem an der Schnittstelle zwischen außergerichtlicher und auch gerichtlicher. Ja, also wir haben jetzt unseren Slogan, wenn es ernst ist oder ernst gemeint und ich bin da sozusagen eher für den ersten Teil zuständig, immer eher an den komplexeren Projekten, vielleicht wenn es auch kritisch wird. Ja. Wie kann man sich so einen Beförderungsprozess vorstellen? Ist es dann eigentlich ziemlich straightforward? Das heißt, macht man mal ein Abendessen gemeinsam und dann wird dann gesagt, hey, du machst jetzt die und die, du bist jetzt Glückwunsch, du wurdest befördert. Gibt es da wirklich so einen Bewerbungsprozess nochmals, wo wirklich nochmal geprüft wird? Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie war das so bei dir jetzt über die letzten Jahre mit den Beförderungen? Ja, also es läuft jetzt nicht so, dass man irgendwo zum Abendessen mit den richtigen Leuten geht und dann die Stelle hat Vorteile, vielleicht auch ein paar Nachteile. Ja, wäre jetzt vielleicht eher unfair für die Organisation. Nein, wir haben ja relativ
Nicht relativ. Wir haben definierte Stufen und auch definierte Kriterien, die erfüllt werden sollen oder erfüllt werden müssen, um die nächste Stufe zu erreichen. Das heißt, der Prozess ist transparent. Es ist klar, welche Anforderungen man hat, welche Stufen man hat. Das heißt, man macht ja seine Projektarbeit, man beteiligt sich vielleicht an internen Themen. Es gibt ja wie zu jedem Projekteinsatz eine entsprechende Beurteilung. Und dann gibt es eine große Personalkonferenz einmal im Jahr, wo auch jeder einzelne den eigenen Entwicklungspart, den man übrigens mit dem Paten bespricht, dann nochmal vorgestellt wird, wo dann auch die Entscheidung getroffen wird, ob er jetzt bereit ist, die nächste Stufe zu nehmen oder auch nicht. Das ist halt das Übliche für sozusagen für die Stufen. Wir unterscheiden immer zwischen den Consultant-Ebenen oder Berater-Ebenen, die Manager-Ebene und dann kommt die Partner-Ebene und der Principal wäre die erste Stufe von dieser Partner-Ebene. Da läuft das etwas anders, aber für alle Stufen, die da drunter sind, haben wir klar definierte Prozesse und auch klar definierte Anforderungen. Okay. Und ist der Ansatz bei euch auch, dass man eigentlich schon nach 2, 3 Jahren in die nächste Stufe kommt oder sich halt woanders umschaut? Nein, also wir haben jetzt nicht das klassische, ne, Up-or-Out-Prinzip in dem Sinne. Deswegen gibt es auch keine Vorgaben. Du musst die nächste Stufe in 1,5, 2 Jahre oder irgendwie 2,5 Jahre erreichen, sondern das, was uns auszeichnete, dass wir, und vielleicht, das ist auch der Grund, warum ich auch so lange geblieben bin, ja, weil, was ich eingangs ja nicht gesagt hatte, ich wollte Beratung ausprobieren. Irgendwann habe ich meinen Widerstand gegen die Beratung aufgegeben, aber eigentlich wollte ich das nur austesten für 1 bis 2 Jahre. So. Warum ich dann so lange geblieben bin, ist, dass wir die Möglichkeit haben, so eine Atmosphäre, so eine Umgebung schaffen, dass man sich irgendwo weiterentwickeln kann. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und abhängig von der eigenen Weiterentwicklung kommt man eine Stufe weiter. Ja. Es gibt manche Leute, hervorragende Kollegen, die wirklich eine exzellente Arbeit machen, die zumindest von der Hierarchie drunter sind, von den Stufen, 1 oder 2 Stufen drunter. Aber es passt auch zu deren Lebensmodell, zu deren Entwurf und die machen trotzdem eine hervorragende Arbeit und die möchte ich halt nicht irgendwo missen. Ja, das heißt, dieses nur nach vorne zu kommen, ist das einzige Maßstab für Erfolg. Das haben wir in dem Fall nicht, sondern wir versuchen, so gut es geht, so gut es eine Beratung auch machen kann, auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Kollegen, der einzelnen Mitarbeiter einzugehen. Ja, und deswegen, wenn man jetzt 4 Jahre lang auf der Stufe des Consultants, auf der ersten Stufe wäre, dann muss man sich aber auch fragen, was ist da jetzt vielleicht schiefgelaufen, ja, warum will man da nicht weiterkommen? Das wäre jetzt irgendwo seltsam. Aber auf einem Manager, vor allem auf den höheren Stufen, und wenn es dann irgendwie länger dauert, wenn man, es macht ja keinen Sinn, den nächsten Schritt zu gehen, also der Kandidat oder der Mitarbeiter zusammen, natürlich auch mit der Personalabteilung, mit einer Partnerschaft, wenn er nicht dazu bereit ist. Ja. Und wenn er die Zeit braucht, dann braucht er die Zeit. Und genauso wenig ist es das Ziel, dass die Leute irgendwie bis weit nach oben kommen und alle Partner werden. Ja. Dafür gibt es viele unterschiedliche Rollen und viele unterschiedliche Angebote, die wir einfach den Kollegen machen. Ja. Jetzt hast du am Anfang auch mal so ein bisschen angesprochen, du hast mit Freunden von anderen Beratungen gesprochen, da hatte es dich so ein bisschen abgeschreckt, was die erzählt haben. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche anderen Firmen bashen, aber vielleicht so, wenn wir mal über das Thema Arbeitszeiten sprechen. Wie ist es jetzt bei dir über die letzten 8 Jahre gewesen? Und wie hast du den Consultant-Arbeitsalltag, der vor allem vor Corona natürlich auch viel mit Reisen etc. zu tun hatte, so mit deinem Privatleben vereinbart? Was sagen vielleicht Freunde vom Studium, die irgendwo in einem Labor ganz entspannt arbeiten? Oder sind andere Jobs auch so stressig oder so? So dieses Thema, was kannst du uns dazu erzählen? Ja, sehr gerne. Vielleicht der erste Punkt, deswegen, ich würde auch nicht zu sehr ins Details reingehen, aber es waren 2 Themen, die ich mitbekommen hatte aus dem Freundeskreis. Das eine waren diese Arbeitszeiten, die ein Ausmaß angenommen hatten, aus deren Erzählung, was ich jetzt nicht besonders gesund ansehen würde. Und der zweite Punkt, der mir nicht so gut gefallen hatte, war das Miteinander, also die Atmosphäre, die da herrscht. Ja, und das waren so 2 Punkte, die ich wirklich überhaupt nicht gut fand und die mich ein Stück weit von der Beratung zumindest mal einen gewissen Zeitraum etwas dazu geführt haben, dass ich mich distanziert hatte. Jetzt in dem Fall, aus meiner eigenen Erfahrung, natürlich bedeutet Beratung
auch Arbeitszeiten, die jetzt nicht vielleicht vergleichbar sind mit einer Arbeit in der Linie. Also schon irgendwo erhöhte Arbeitszeiten, die mit einer Beratung einhergehen. Was ja aber definitiv nicht der Fall ist, dass man ja bis Mitternacht immer irgendwelche Schichten schiebt und Wochenend arbeiten und so etwas. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist eigentlich auch nicht gerne gesehen. Abgesehen mal davon, dass es immer darauf ankommt, in welcher Phase man ist. Analysen sind tendenziell etwas zeitaufwendiger und etwas stressiger. Realisierungen sind eher mit weniger Aufwand verbunden. Das heißt, das Thema mit den Arbeitszeiten ist nicht, und ich würde mir zumindest mal einbilden, dass sich das ja insgesamt auch noch etwas wandelt. Also das, was man noch vor ein paar Jahren kennt, das wird immer weniger. Ja, es geht nicht darum, nur irgendwo Präsenz zu zeigen, was so super und dann hat man so toll gearbeitet und man definiert sich über Arbeit, sondern einfach über die Ergebnisse, die man liefert. Und das kann man ja durchaus auch etwas anders steuern. Ja, das heißt, von der Seite gibt es nichts, wo ich sagen würde, es gibt irgendwie Probleme mit den Arbeitszeiten, das wäre schwierig. Was natürlich, das ist ja auch nicht zu leugnen, eine Rolle spielt, ist die Reisetätigkeit vor Corona. Ja, wenn man weg ist 4 Tage die Woche, dann ist man halt 4 Tage die Woche weg. Da kann man ja dann abends zumindest nicht mit den Freunden Fußball spielen gehen. Ja, das ist ja, gehört ja irgendwo dazu. Das hat Vor- und das hat natürlich Nachteile. Dafür sind zumindest in meiner Wahrnehmung die Wochenenden etwas, man nimmt sie anders wahr. Ja, man ist mit der Zeit, die man hat, ja, ist man dankbarer. Man nimmt sie irgendwie viel, viel intensiver, die Kontakte. Also von der Seite war es für mich jetzt nicht so das Thema, was Vergleich mit anderen gibt. Es gibt welche, die das verstehen und selbst auch so eine Laborarbeit ist jetzt nicht total entspannt, sondern da gibt es auch durchaus, wenn ein Versuch läuft, dann arbeitet man auch mal am Feiertagen und ist am Wochenende, ja, kommt man rein. Aber es gibt natürlich Jobs, wo Leute es bewusst entschieden haben, eher kürzer zu treten. Die nehmen das zur Kenntnis. Es gibt andere, die auch in anderen Bereichen sehr viel arbeiten, also, oder sogar noch mehr arbeiten. Das ist immer unterschiedlich. Okay, aber du sagst, sage ich mal, man kriegt das schon hin, das zu kombinieren. Genau, man kriegt das ja selbstverständlich hin zu kombinieren, aber das Private ist mehr auf das Wochenende verlagert, ja, weil das dann unter der Woche kann man zwar telefonieren, aber da muss man sich, aber das können ja Berater sich auch ein Stück weit das Privatleben etwas mehr strukturieren und mehr im Voraus planen, ja, aber dann passt das auch. Okay, cool. Dann wäre vielleicht meine letzte Frage, bevor ich dann noch ein paar Fragen von den Zuhörerinnen und Zuhörern dran nehmen würde. Deine Zukunftsprognose für Consulting. Ich meine, du bist ein Wissenschaftler, du bist analytisch stark. Wie analysierst du irgendwie den nächsten Markt? Was sind so deine Prognosen für die nächsten 10, 15 Jahre? Ist es noch für junge Leute ein spannendes Berufsfeld? Wie ist da deine Einschätzung zu? Also das, was die Beratung heute auszeichnet, das wird die, glaube ich, auch in Zukunft auszeichnen, nämlich die Möglichkeit zu haben, sich weiterzuentwickeln und in relativ kürzester Zeit Dinge zu erreichen. Ich glaube daran, an diesem Grundsatz wird sich nichts ändern. Ich glaube aber schon, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass sich die Art der Arbeit ändern wird. Das, was viel vor allem gemacht wurde, was Berater gemacht haben, diese klassischen Daten analysieren, irgendwie stundenlang in Excel, Themen machen, die werden halt immer weniger, weil einfach durch die technischen Möglichkeiten, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, immer vorausgesetzt, wenn die Grunddaten passen, dass das weniger wird. Ja, das glaube ich schon. Das heißt, man wird viel mehr, noch mehr Zeit investieren mit den Ergebnissen, die man relativ schnell mit den Analysen bekommt, etwas Sinnvolles daraus zu machen. Also mehr die Zeit investieren und viel weniger in den Analysen. Ich glaube aber schon, dass der Markt auch nach wie vor auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren da sein wird, also der Beratungs- oder der Beratermarkt, und dass er durchaus auch interessant ist für Leute, die viel lernen können, die einfach eine Basis, also jetzt auch selbst wenn das BWLer sind, aber wie Unternehmen funktionieren, wie macht man das denn, wie dieses ganzheitlichen Ansatz, der wird auch in den nächsten 5 bis 10 oder 15 Jahren aus meiner Sicht nach wie vor gegeben sein. Ja. Okay, prima. Dann, Darko, vielen, vielen Dank für die Insights. Vielleicht ein, zwei Fragen habe ich gerade geschaut im Chat. Eine Sache war, was sind bei euch die Einstellungskriterien für Praktikanten? Also was genau, worauf wird geachtet? Habt ihr ja klare Kriterien? Kannst du uns irgendwie so ein Bild skizzieren oder für die Zuschauer, worauf ihr achtet, wen ihr am liebsten habt? Ja, also worauf achten wir? Natürlich spielt irgendwo der Studiengang eine Rolle. Ich hatte es ja gesagt, man hat eine gewisse Bandbreite. Da spielen auch die universitären Leistungen auch eine Rolle. Einfach aus einem ganz einfachen Grund. Beratung ist ja immer auch mit Leistung verbunden. Ja, das heißt, wenn man es ja vorher gezeigt hatte und häufig spiegelt sich das ja in Noten wider oder außeruniversitären Aktivitäten, dann ist das immer ein Vorteil, weil es ja genau das schon auf dem Papier ein Stück weit ersichtlich wird.
Ansonsten sind wir immer interessiert an Leuten, die offen sind, die bereit sind, die auch diese Herausforderung irgendwo annehmen, die eben aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich oder aus den angrenzenden Bereichen auch nochmal kommen. Ja. Also das sage ich auch, wenn es jetzt mal 18 Semester gebraucht hat für einen Bachelor, was ja abgesehen davon nicht geht, ja, dann wird es halt schwierig, dass man da noch ein Praktikum machen will. Ja, aber wenn man entsprechend interessante Themen vielleicht auch gemacht hat und vor allem auch vom Typ her interessant ist, ja, dann sind das ja auch genau die Leute, die wir haben wollen, nämlich Leute, die Lust haben auf Unternehmensberatung und idealerweise die Leute, die Lust haben auf Talentmanagement. Ja. Okay. Dann noch eine letzte Frage. Was ist für dich der eine Hauptgrund, dass du immer noch in der Unternehmensberatung arbeitest? Also was ist für dich der Punkt, der in der Unternehmensberatung besser ist als in allen anderen Jobs? Ob er besser ist, weiß ich nicht. Ich bin bei Vergleichen immer vorsichtig. Aber das, was mich motiviert, ist eine sinnstiftende Tätigkeit. Ich habe ja von meinem Naturwissenschaftlichen, ich habe es ja jetzt gesagt, Ergebnisse, das dauert lange. Hier sieht man Ergebnisse, hier kann man Sachen anpacken, hier kann man ja auch Unternehmen irgendwo helfen. Man arbeitet mit Menschen zusammen, ja, das wird man in anderen Bereichen auch. Aber man kann zusammen etwas erschaffen, auch was mir unglaublich Spaß macht, ist die Arbeit im Team. Also mit unseren Kollegen, ja, auf dem Team ist das, was ich so, ja, etwas, was mich motiviert, was einfach auch Lust macht, ja, also einfach mal mit coolen Leuten im Projekt, da ist es auch egal, wie es läuft, ja, wenn man irgendwie lachen kann, das ist das, was ich sage, das bringt mir was und vor allem auch die persönliche Weiterentwicklung, man kommt ja weiter, es ändern sich die Aufgaben, ja, nicht komplett, nicht von heute auf morgen, aber die Anforderungen, die Ansprüche ändern sich und das führt dazu, dass man auch selber sich immer weiterentwickeln kann und auch persönlich wächst und das ist das, wo ich sage, das gefällt mir in der Unternehmensberatung, das gefällt mir nach wie vor und es ist etwas, das ist der Grund, warum ich das ja nach wie vor mache, ja. Top. Darko, vielen, vielen Dank, ich fand, das war ein sehr gutes Schlussplädoyer. Wenn ihr mit Darko in Kontakt treten wollt, einfach mal auf LinkedIn eingeben, Dr. Darko Jolanowski. Da findet ihr ihn wahrscheinlich relativ schnell. Und falls ihr irgendwie, vor allem natürlich einen naturwissenschaftlichen Background habt und euch für eine Karriere im Consulting interessiert oder allgemein auch Fragen zu Strukturmanagementpartner habt, könnt ihr den Darko gerne anschreiben diesbezüglich. Und ansonsten wünscht ihr einen schönen Abend und vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Danke dir, David. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.